Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie viel ist dein Auto wert? Der Daniel hat ein buntes Teil für euch dabei. Ihr werdet gleich sehen, wovon ich spreche. Aber das ist erstmal ein Vorgeschmack. Der hat noch in der Garage einen Calibra stehen, also keinen normalen Calibra. Ich verrate euch aber nicht viel dazu. Den bekommt ihr auch irgendwann mal zu sehen. Und vor allem bei Wie schnell ist dein Auto wird er, glaube ich, sehr weit vorne landen. Aber ich erzähle euch nicht mehr dazu. Wir schauen uns das einfach so dann an, wenn es soweit ist. Und aber jetzt erstmal zu dem Audi. Herzlich willkommen, Daniel. Hi. Du, bevor wir über dieses Fahrzeug sprechen, du hast ja einen Diamanten in der Garage versteckt, hast du mir erzählt. Richtig. Vielleicht ein paar Worte dazu, ohne jetzt auf die Leistungsdaten oder sowas einzugehen. Da steckt jede Menge Arbeit dahinter. 10 Jahre, ja. 10 Jahre. Und was ist das genau für ein Fahrzeug? Das ist ein Opel Calibra A, original ausgeliefert mit 150 PS, 116V-Motor. Ja, und jetzt dezent modifiziert, würde ich sagen. Ich sag mal 500 plus. Ja. Aber da liegen wir noch weit, weit weg davon. Ja. Gut, aber erstmal zu deinem, ist das dein Daily sozusagen? Das ist mein Daily, dein Daily. Was ist das für ein Fahrzeug? Ein Audi A4, vielleicht ist die genaue Bezeichnung? A4 B7 8E Limousine mit 3,2 Liter FSI Quattro Handschaltgetriebe. Okay, was hat der so an Serienleistung? Serienleistung 256. 256, gut. Vielleicht zu deiner Folie, wie nennt sich, also gibt es eine Bezeichnung dazu, weil ich sehe irgendwie blau, gelb, grün, rot oder alles eigentlich. Das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, eine Flip-Flop-Folie in Chrom-Design. Okay. Du darfst auch so auf der Straße damit rumfahren? Ja. Okay. Aber du hast erzählt, deine Motorhaube musstest du umfolieren. Richtig. Ich wurde schon stillgelegt mit der Aussage, die Folie ist eine nicht zulässige lichttechnische Einrichtung. Okay. Dann war das Fahrzeug beim Gutachter. Dadurch musste ich die Front matt lackieren und die Haube war auch in Kapf. Deswegen hier matt? Ja. Ich dachte, das wäre irgendwie so schon alt, aber nee. Verstehe ich. Und die Haube war eben auch in Chrom und die ist jetzt eben in Carbon. Und okay. Somit ist er jetzt wieder straßenzulässig. Ja, ich könnte es mir eigentlich, also ich kann es nachvollziehen ein Stück weit. Als ich dich vorhin von der Ferne gesehen habe, dachte ich mir, okay, was blendet da so heftig, weil die Sonne richtig drauf geschienen hat. Also vollkommen nachvollziehbar. Was hast du für die Folie ausgegeben? Also ich sehe, das sieht man glaube ich nicht oft auf der Straße. Ich denke mal, dass das auch ein bisschen was kostet. Die Folie an sich ist nicht unbedingt das teure, liegt okay. Ungefähr bei 1000 Euro für 18 Meter, aber die Verarbeitung. Okay. Also das ist mit normaler Folie nicht zu vergleichen. Das ist, die Folie dehnt sich nicht, die zieht sich nicht. Das ist wirklich ja, sehr schwierig anzunehmen. High Level. Okay. Und das hast du selbst gemacht oder gibt es da einen Folierer, den du... Gibt es da Firma SPS Design. Okay, da steht, ja genau, SPS Designs, Sven's Plotter Studio. Genau. Gut, dann vielleicht noch ein paar Worte zu Street Lovers. Ja, das ist meine Crew, die ich letztes Jahr im Herbst gegründet habe. Mhm. Sind halt Autoliebhaber, Autoverrückte, bunt gemischt vom Alter her, männlich, weiblich. Ja. Von in der Region hier? Oder auch, ja. Also hauptsächlich die Region, ja, aber auch aus Frankfurt okay. Und so, ja, sind auch welche dabei. Okay, also Street Lovers, man findet euch wahrscheinlich auch auf Instagram. Richtig, genau, Street Lovers Germany. Alles klar. Passt, dann haben wir den Preis für die Folie schon mal erwähnt, 1000 Euro, sagtest du. Nur der Materialpreis, ja. Genau, nur Materialpreis und ihr habt sie ja selber angebracht, oder? Oder hast du nochmal für die Arbeit was gezahlt? Also regulär, wenn du sowas machen lässt, bist du 4.000 bis 5.000 Euro. Okay, wollen wir mal 4.000 so als Hausnummer annehmen? Ja. Wir nehmen 4.000 an. Dann, genau, du kennst ja das Konzept, wie viel ist dein Auto wert. Du führst uns einmal durch dein Auto durch und erzählst uns, was du verändert hast und umgebaut hast. Jawohl. Wir fangen gleich vorne an. Ich glaube, der Grill, ist der anders oder fehlt der einfach nur das Logo? Der komplett andere Front, das ist eine RS-Front. Vorher war die S-Line, Stoßstange dran. Mhm. Und jetzt eben auf RS-Front umgebaut, kosten circa mit Lackierung
700 Euro. Also das ist hier, also wirklich hier alles? Komplette Stoßstange. Stoßstange, ja. Okay, alles klar. 700 Euro dafür, mit Lackierung. Mit Lackierung, ja. Okay, Motorhaube ist original, ist Motorhaube ja nur die Polierung. Ist original, genau. Ansonsten Scheinwerfer sind, glaube ich, auch original. Ja. Vorne haben wir dann nicht mehr. Nee, nichts vorne weiteres. Ist nichts weiter. Genau. Dann gehen wir gleich zur Seite. Bevor wir es vergessen, die Tieferlegung. Was kannst du dazu erzählen? Tieferlegung ist ein Luftfahrwerk von DA Technics. Ursprünglich war geplant von Airlift, aber Airlift gibt leider für den B7 Limo kein Gutachten her. Also war die einzigste Alternative DA Technics. Mhm. Wo ich aber sagen muss, bin ich echt total zufrieden. Es ist härteverstellbar. Also brauche ich 5 Minuten, habe das komplette Fahrwerk härteverstellt. Steuerung ist von Airlift, weil das einfach die beste Steuerung ist. Habe ich schon öfters gehört, ja. Kostentechnisch, wo lagst du ungefähr so? Das habe ich einbauen lassen, das habe ich nicht selbst gemacht, weil mir das zu heikel war, da ich noch nie Luftfahrwerk verbaut habe, bist du insgesamt mit TÜV-Abnahme bei ca. 4.000 Euro. Okay, 4.000 Euro dafür. Mit Steuerung? Mit Steuerung, also das war Einbau, TÜV, Achsvermessung, Fahrwerk, Steuerung. Okay, 4.000 Euro dafür. Ja. Gut, die Felgen hast du, kannst du dazu was sagen von Dotz? Die Felgen, das sind 20 Zoll Dotz Revo, die habe ich seit letztem Jahr in 8,5x20 ED35, weil die am besten passen. Vorne und hinten? Vorne und hinten gleich, ja. Kostepunkt mit Reifen 1600 bis 1800 circa. Okay, die Reifen, wenn man sie weglässt? Die Felgen alleine 1200 bis 1200 so. Circa, ja. Nehmen wir 1200 Euro an. Gut. Sonst noch irgendwas an der Seite, was du Lacknuts noch auf den Schrauben. Ah, stimmt, ja genau. Richtig. Die sind vom Foliadeck, die kosten 120 Euro, sind aber auch, soweit ich weiß, die einzigsten, die Straßen zugelassen sind, also die haben auch ABE. 120 für alle komplett. Ist okay. Gut. Sonst irgendwas? Spiegel ist wahrscheinlich Standard, was man meistens so noch verändert. Scheibendünnung noch. Die hat 300 Euro gekostet. Mit der Heckscheibe zusammen? Ja, komplett. Okay. Schweller ist jetzt nichts, oder? Das ist schon hier so. Unten die Schweller, das sind die vom RS4. Ah, okay. Die haben gekostet 200 Euro, der Satz. Okay, dafür 200 Euro nochmal. Ansonsten, glaube ich, sind wir soweit seitlich durch. Ja. Gut, dann schauen wir mal hinter. Ja, für mich jetzt erstmal, was auffällt, gecleant. Richtig. Aber ich glaube, das ist nichts Besonderes von der Arbeit her. Nein. Vermutlich war das einfach nur das Logo, was hier drauf war, oder? Richtig, ja. Genau. Dann deine Abrisskante. Der Heckspoiler, genau, der von RDX hat gekostet 300 Euro. Und nochmal Lackierung war bei dem Spoiler sehr schwierig. Okay. Die hat mit 400 Euro zugeschlagen, weil da kein Lack gehalten hat. Also hat sich immer wieder aufgeblasen, warum auch immer. Entweder war irgendwas in den Materialien drin oder so, okay. Wissen wir selber nicht. Auspuffanlage ist von BN Pipes, die war auch recht teuer. Upcut 2800 Euro. Wow. Okay. Ja, und hinten ist dann nichts weiter. Die Rückleuchten sind so auch Standard. Die Rückleuchten sind original, ja. Okay. Hast du hardwaretechnisch noch irgendwas gemacht an dem Fahrzeug, was du erwähnen möchtest? Clubsportbügel ist noch im Fahrzeug. Genau, schauen wir uns dann gleich nochmal an. Der hat 600 Euro gekostet und ansonsten, ja, Motor ist etwas wegen gemacht, halt neue Ventile eingeschliffen und alles. Ansaugbrücke ist gemacht, ja. Aber genau, nichts, was wir jetzt irgendwie großartig machen sollten. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, hören wir uns das Ding mal an. Vielleicht geht da was. Können wir machen. Okay, dann lass mal loslaufen. Daniel, der Sound hört sich, ja, wie soll ich es denn beschreiben, der ist ziemlich dumpf und blubbert auch ein bisschen.
ich würde jetzt sagen, nicht vergleichbar mit den anderen Autos, die wir schon mal gefilmt haben. Ich würde dir von 10 Punkten 6 vergeben, wenn es für dich okay ist. Ja, ist okay. Genau. Ansonsten, in den Innenraum steigen wir gar nicht ein, weil du meintest, das sind nur noch die Leisten foliert in der Wagenfarbe, also Richtig. Die außen sozusagen gleich. Die Grundfarbe von dem Fahrzeug vielleicht für euch nochmal, wenn es euch interessiert, die war schwarz. Schwarz sieht man ja auch nochmal hinten. Dann nochmal die Frage, du bist Kfz-Mechaniker. Kfz-Mechaniker, genau. Deswegen habe ich dich am Anfang nicht gefragt, weil ich wusste, dass du Kfz-Mechaniker bist. Und man sieht es auch, da steckt jede Menge Arbeit drin. Und vor allem in dem Calibra, da steckt ja, wie soll ich es nennen, deine ganze Erfahrung und dein ganzes Herzblut drin. Aber das schauen wir uns dann nochmal an. Ansonsten, was verbrauchst du so im Alltag mit dem Auto? Ich denke, ziemlich viel. Also bei ganz gemütlicher Fahrweise, also wirklich 110, 120 Autobahn dahin duggern, 10, 11 Liter. Okay. Nach oben 20 Liter. Also je nachdem, Stadt, wenn du ein bisschen Gas gibst, der schluckt halt. Also reiner Saugmotor. Genau. V6. Ja. Die brauchen ein bisschen Sprit. Ja. Gut, was hast du noch vor? Willst du noch an dem Fahrzeug was verändern? Also was jetzt demnächst kommt, ist, der Motor kommt raus. Kommen nochmal 2 Zylinder mehr rein. Von, okay. Ich habe mir einen Motor geholt von einem RS4 V8. Oh, der auch dann leicht modifiziert wird. Mhm. Also Ziel ist es rein Saugleistung 600 PS und Turbo will ich mich bei 850 einbindeln. Okay, was denkst du, was du dafür brauchst, so an Zeit, bis das soweit ist? Machst du alles selbst vermutlich mal? Also ich hoffe, dass es in 4 Wochen über der Bühne ist. In 4 Wochen? Ja. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal und zwar zu, wie schnell ist dein Auto, dass wir auf jeden Fall sehen, was der dann schafft. Gut, also das heißt, das Auto bleibt erstmal, du hast auch nicht geplant, das herzugeben. Nein, der bleibt. Zu fahren, bis der irgendwann mal K.O. ist. Richtig. Gut, ich glaube, ja genau, Anschaffungskosten, vor 5 Jahren hast du dir das Ding geholt. Was hast du damals Jahren, bezahlt? Das waren ca. 9.000 Euro, aber da war der also komplett original, das war von meinem Vorbesitzer, das war sein Drittwagen, den er ab und zu mal am Sonntag rausgeholt hat. Mhm. Sein Alltagsauto war smart. Okay. Ja. Ja, gut. Ja, also für ein Daily glaube ich, dass du so von den Ausgaben her eigentlich überschaubar liegst. Ja. Aber trotzdem ist das viel. Also vor allem jetzt Luftfahrwerk und deine Abgasanlage habt ihr einiges gekostet. Aber wenn jetzt der neue Motor reinkommt, dann bin ich echt mal gespannt. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. So. Schöner Audi, schöne Farbe. Ich hoffe, das kommt bei euch gut an oder kommt gut rüber. Also egal, wie man hinschaut, jetzt wirkt es blau und jetzt ist es irgendwie grün, gelb und auch ein bisschen roter Stich hier. Also viele Facetten auf jeden Fall auf dem Auto. Was sagt ihr dazu für ein Daily? Würdet ihr das Ding genauso fahren in der Ausstattung, in der Kombination mit der Folie beispielsweise? Das ist schon echt gewagt vom Daniel. Und vor allem, ja, ist er auffällig unterwegs. Lasst uns einen Daumen da, schreibt die Kommentare voll mit Kommentaren, was ihr von dem Fahrzeug haltet, was ihr von unseren Videos haltet, von unserem neuen Format, wie schnell ist dein Auto. Wir hatten jetzt das erste Mal an einem Mittwoch das Video veröffentlicht. Wir werden schauen, ob wir es vielleicht am Wochenende veröffentlichen werden. Aber also die nächsten Videos auf jeden Fall. Abonniert uns und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein.